Sollte euch dieses Video gefallen, würde ich mich freuen, wenn ihr mich über Patreon, Steady oder PayPal unterstützt. Schönen guten Tag und herzlich willkommen hier auf rpgheaven.de zu einem kleinen Sprite-Sing. Und entschuldige, ich muss meine Fernbedienung kurz holen, weil der Sound sonst ein bisschen zu leise für mich hier ist. Zu einer kleinen Runde mit dem vielleicht besten Arcade-Racer aller Zeiten, nämlich OutRun 2 in der speziellen Field & Road Fixed Edition. Was bedeutet das? Ich werde das gleich erklären, wobei ich mir nicht allzu lange Zeit dafür lassen möchte, denn ich möchte gleich zum Fahren hier kommen. Und ja, ich hoffe, dass ich da vernünftig erklären als auch spielen kann. OutRun 2, die Fortsetzung eines meiner liebsten Arcade-Spiele aller Zeiten. OutRun Mitte der 80er rausgekommen, häufig in vielen anderen Spielen auch nochmal als Minigame drin, bei den Yakuza und Shenmue Games beispielsweise. Hat eine Fortsetzung 2003 bekommen. In der Arcade, die auch im Heimbereich umgesetzt wurde. Das, was wir hier sehen, ist die PC-Version von OutRun 2006, einem Upgrade von OutRun 2, das ja damals auf dem PC rausgekommen ist. Und um es lauffähig zu machen auf modernen Rechnern, und ihr seht hier habe ich verschiedene Optionen, Singleplayer, Multiplayer könnte ich machen, ich könnte den klassischen Arcade-Modus hier machen und so weiter. Ich werde hier erstmal aber gleich den Singleplayer auswählen und um euch alle Strecken zu zeigen, machen wir den klassischen OutRun-Mode und ich habe hier schon bereits frei geschaltet, das kann man nämlich hier machen, dass man alle Stages hintereinander fahren kann, alle 15 pro klassischem OutRun 2 oder OutRun 2 Special Tracks, glaube ich heißt das, also 30 Strecken gibt es hier insgesamt in zwei verschiedenen Modi, die man fahren kann und das hier ist quasi alle hintereinander, anstatt den klassischen Arcade-Modus. Es gibt ein Tool, was geschaffen wurde, was das Spiel lauffähig macht auf modernen Rechnern und ich habe mich nicht nur mit dem Tool hingesetzt und es so angepasst und dann herumgeschraubt, dass ich das Spiel in 4K euch zeigen kann, sondern auch mit meiner RTX Grafikkarte so dran rumgeschraubt, dass ich achtfach Kantenglättung, Anti-Aliasing reinbekomme, anisotropisches Filtering und so weiter und so fort und vielleicht aus dem besten Arcade-Racer damals einen immer noch sehr schön anzuschauenden und spielenden Arcade-Racer gemacht habe. Ich werde gleich noch mal ein bisschen weiter was dazu erzählen. Mal gucken, in dem Modus ist noch nicht so besonders viel freigeschaltet. Allerdings, ich fahre auch wirklich mit einem Biest mit dem Daytona, weil der gefällt mir von der Art her am besten. Eine Farbe, die wir nehmen könnten. Ach, lass mal Geld nehmen, dann haben wir einen schönen Kontrast gegenüber den anderen. Ich mache mal auf Automatic, weil jetzt gleich erklären als auch spielen. Auf den schweren Strecken vor allem wird ein bisschen knifflig. Und von der Musik her haben wir einiges an Auswahl, aber ich würde sagen, wir nehmen mal den Klassiker. Wir nehmen Magical Sound Shower. Also, OutRun 2006 ist eine Upgrade-Fassung von OutRun 2, Coast to Coast, kam nicht nur für den PC heraus, die PC-Version, die wir hier gerade spielen, ist mittlerweile, da das Spiel aus vielen Download-Stores verschwunden ist, eine der beliebtesten und teuersten, die man sich holen kann. Wenn ihr es also euch gebraucht holen möchtet, um es dann zu installieren und den OutRun-Fixer dazu zu packen, achtet mal darauf, da würde ich am ehesten empfehlen, checkt mal, ob ihr die White Label Edition bekommt, also die Discount-Fassung sozusagen, die immer noch teilweise mit 50 Euro oder so, ich habe sie zumindest zu dem Kurs schon mal zuletzt online gesehen, zu Buche schlägt. Wenn ihr die Erstauflage haben wollt, dann werdet ihr durchaus 100 plus, vielleicht sogar in Richtung 200 Euro los, einfach weil die Sammlerpreise so groß geworden sind. Und die braucht es ja nicht unbedingt, um dann das entsprechend so anzupassen und zu zocken. Ihr seht ja nicht immer die Verpackung beim Spielen. Ich habe das Spiel auf vielen verschiedenen Plattformen daheim. Allerdings habe ich mich damals so ein bisschen grün und blau geärgert, weil dieses Game ist auch in speziellen Fassungen, natürlich nicht in der Qualität, aber als speziell Download-Titel nochmal umgesetzt worden für die PS3 und Xbox 360 und Sega hat es relativ früh, bereits schon vor 10 Jahren oder so, aus den Download-Stores entfernt, denn es gab anscheinend, ich weiß nicht, ob Lizenzprobleme gewesen sind, aber auf jeden Fall hätten sie wohl noch Lizenzen abtreten müssen, denn die Autos, die man hier fahren kann, haben alle eine offizielle Ferrari-Lizenz und das wird natürlich immer problematisch bei Spielen, die solche offiziellen Lizenzen drin haben. Kann man die noch in Download-Stores anbieten? Lohnt es sich für Sega überhaupt? Oh, und da habe ich mega Scheiße gebaut beim Erklären, aber ich hoffe, dass ich jetzt hier vernünftig runterdüsen kann. Aus den Download-Stores entfernt und ich habe damals leider verpasst, mir das zu holen, weil ich hatte es ja schon als ältere Version, aber ich hätte es gerne eben auch auf moderneren Plattformen gespielt, weil ich nicht immer meine alte Xbox und die alte PS2 auspacken kann. Und die Standard-PC-Version, ja, hatte eben nicht so sau viel Einstellmöglichkeiten. Jetzt eben durch den OutRun-Fixer
holt es diesen Malus nach. Und vor allem, da ich ja jetzt einen recht starken Rechner mit RTX-Grafikkarte hier habe, das Spiel sollte natürlich nicht so viel Rechner in Schwitzen bringen, wenn man jetzt nicht so eine Uraltmühle dann hier hat. Allerdings kann ich jetzt hier eben der Qualität freien Lauf lassen. Ne? Und ich habe versucht, das am bestmöglichsten auszusehende Outrun 2, Outrun 2006 hier hinzubekommen. Und Hauptgrund war, weil ich für den Retro Club recherchiert habe, da gibt es eine Folge oder hat es schon gegeben, je nachdem, wann ihr das Video hier schaut, wo es um späte Sequels geht, also um Fortsetzungen, die mit einem sehr großen Abstand erschienen sind. Bei Outrun sollten das, wenn ich mich nicht irre, 17 Jahre gewesen sein, 86 das Original in der Arcade und 2003 Outrun 2 dann eben. Und hab da kurz für reingeschaut und da natürlich mich wieder dran erinnert, ach ja, da gab es den Fixer, lass das nochmal probieren. Moment, du hast hier jetzt wieder einen frischen Rechner. Wie sieht das da eigentlich aus? Und mit dem Outrun-Fixer, holy shitballs, muss ich sagen. Ne? Ich spiele das gerade jetzt hier über einen Bluetooth-Adapter mit dem PS4-Pad und das PS4-Pad ist fantastisch für so einen Arcade-Racer, aber alleine der Analogstick, das steuert sich butterweich, ich kann richtig vernünftig um die Kurven driften, habe immer das Gefühl, auch wenn ich jetzt nicht mit dem Lenkrad hier spiele, wozu das natürlich am ehesten geeignet ist, aber der Fixer hat einfach als Tool ein modernes Game hier draus gemacht und vom Spieldesign aus her, da habe ich auch noch nicht so viel dazu gesagt, ne? Es ist klassisch Arcade-Racing, die Art von Rennspielen, die ich am liebsten mag, weil wer sich erinnert und vielleicht mir und meinen Kollegen schon zu Game One-Zeiten gefolgt ist, da haben ja Kollege Trant und ich einen Plauschangriff-Podcast gemacht, wo wir uns über 5,5 Stunden rein über Rennspiele unterhalten haben und meine Position hat sich seitdem auch nicht groß verändert, denn ich mag Rennspiele immer noch sehr gerne, spiele sie zwar in letzter Zeit weniger, aber es liegt an dem Grund, dass eben die Art von Rennspielen, die ich mag, die Arcade-Racer, ne, wo es um tolle Grafik, pfeilschnelle Geschwindigkeit geht um fette Drifts, ohne dass ich jetzt erstmal Stunden dran verbringen muss, an irgendeiner Nockenwelle zu schrauben und realistische Fliehkräfte. Ich will hier Action haben, ne? Ich will Kurzschlussreaktionen oder sowas mitbekommen. Das ist ein bisschen so weniger gefragt aktuell, was ich schade finde, denn wie man sieht, also jetzt auch im Jahr 2020, wo ich das aufnehme, mit den entsprechenden Upgrades in 4K und allem drum und dran, sieht so ein 17 Jahre, ja gut, dann eher 14 Jahre alter Titel, weil es 2006 ja die PC-Version hier ist, aber Titel sieht immer noch toll aus oder kann toll aussehen können. Und warum nicht, ne? Wenn Sega vielleicht sich mal entschließt, wir wollen mal wieder ein mit vollsten modernen Qualitäten Arcade-Racer-Style-Game hier machen, eine Outrun 3 oder sowas herausbringen, fände ich fantastisch, aber bis dahin habe ich gemerkt, kann ich mich mit Outrun 2 auch wieder echt gut über Wasser halten und zumindest das kurze Anspielen, was ich für den Retro-Club gemacht habe, nachdem ich ins Upgrade hier viel reingebuttert habe, ist dann so ausgegangen, dass da einfach mal ich 2 Tage durchgezockt habe und gesagt habe, okay, da muss ich aber auch nochmal separat ein Video aufnehmen und in vollster Bitrate-Qualität versuchen das, weil YouTube ist meistens nicht ganz so geil bei solchen 60 Frames und filigranen Spielen, und das aufzunehmen und ja, macht wieder jede Menge Fun. Jetzt kommt eine Strecke mit Canyon, die ein bisschen schwieriger ist für mich. Ich habe die meisten zwar schon recht ausführlich gespielt von den 30, die man hier so abfahren kann, zumindest im Hauptmodus. Und Canyon habe ich eher am seltensten gefahren. Die hat so ein paar krasse Serpentinkurven, die ich noch ein bisschen mit dem Timing hier breche ich immer aus, da ist es. Die ich mit dem Timing hier noch mal ein bisschen arbeiten muss, weil ihr habt es ja mitbekommen, ich habe ja schon von wegen Driften und so weiter hier gesprochen, das ist wichtig für die Strecken, denn du erreichst natürlich eine sehr hohe Geschwindigkeit mit dem Auto, wobei der Daytona hier vergleichsweise noch verzeihlich ist. Allerdings, um die Geschwindigkeit zu halten, ohne 100 zu bremsen, du kannst sehr ähnlich wie bei Ridge Racer mit kurz vorm Gas gehen, anbremsen und stark einlenken, in einen Drift gehen, der sehr wenig Geschwindigkeit verliert, dann das Auto aber auch ein bisschen schwieriger kontrollierbar macht und schauen musst, wie du vernünftig aus dem Drift rauskommst. Und diese Sachen müssen erstmal alle geübt und getimed und mitgemacht werden. Trotz der sehr guten und filigranen PlayStation 4-Pad-Steuerung ist das knifflig und jede Strecke ist dann nochmal ein bisschen anders. Der Modus, den wir gerade machen, da habe ich ja schon erwähnt, das ist der 15-Stage-Continuous-Modus. Normalerweise der Standard-Outrun-Modus ist ja so, du hast diese 15 Strecken pro Modus, allerdings du musst sie nicht alle fahren, sondern 5 hintereinander und kannst dich immer am Ende von so einem Abschnitt, der eine Minute plus dauert, entscheiden, fährst du links oder rechts weiter und dann connectest du zu einem komplett anders aussehenden Spielern und spielerisch angepassten Abschnitt und gehst du links entlang, werden die Strecken leichter
leichter. Je nachdem, wo du bist, gehst du rechts entlang, werden die Strecken kniffliger. Und so kannst du dich entscheiden, je nachdem, wie viel Zeit habe ich noch, um durch die Checkpoints zu fahren. Fühle ich mich jetzt gerade nach einer schwierigen oder einer leichten Strecke und so weiter. Und dann fahrt ihr 5 dieser Strecken hintereinander. Und wenn ihr das vom Timing her schafft, dann solltet ihr auch das Ende sehen. Da könnt ihr euch eigene Variationen hier machen. Die habe ich jetzt so oft gefahren, dass ich dann den 15 Road Continuous Modus freigeschaltet habe, sodass mir am Ende von so einer Strecke nicht die Wahl bleibt, ob ich eine schwere oder eine leichte Strecke nehmen soll. Das war nicht so cool von mir, aber das macht nichts. Dafür sind wir auch jetzt hier in meiner Lieblingsstrecke. Das ist Casino Town, ne? Ja, das ist meine Lieblingsstrecke, nämlich von allen mit den Lichtern und allem drum und dran, und hat auch meine Lieblingskurve von allen hier. Bei Continuous werdet ihr immer, egal ob ihr links oder rechts fahrt, in den gleichen Abschnitt wieder zurückgehauen. Also der nächste, der da folgt, und so, dass ihr alle 15 Abschnitte für eine Runde hier fahren könnt. Und hier, das ist meine Lieblingskurve im Spiel. Die dreht sich nämlich so lange, dass wir oben auf die Illuminated Avenue Casino Straße hier kommen. Das ist richtig geil, richtig schönes Burnout-Feeling hier. So, und nicht vergessen, hier ist auch, und so eine doppelte Driftkurve. Ach, das macht mir einfach wirklich mega viel Spaß hier. Gerade diese Abschnitte fahre ich immer wieder gerne. Und wenn ich euch das präsentiere, entweder könnte ich den Singleplayer ein bisschen machen. Es gibt so Missionsmodi, die man erledigen kann, wo es dann darum geht, drifte so lange. Die Freundin, die bei uns im Auto mit drin sitzt, bewertet uns dann auch und gibt uns Aufträge, die wir machen sollen, trifft die blauen Hütchen und alles drum und dran. Aber ich mache eigentlich immer ganz gerne den klassischen Outrun-Modus oder eben hier für so eine 5er-Runde, würde ich sagen, mit allem drum und dran 5 plus Minuten, wenn ich gut drauf bin und das von den Checkpoints her klappt. Das hier wird natürlich eher in Richtung 15 Minuten gehen. Drum und dran, was für eine, das ist auch eine schöne Strecke hier mit der Pipeline, ne? Was für einen Arcade-Racer, wo du eigentlich sehr gut konzentriert sein musst, schon viel am Stück ist. Ne? Du musst ja auch wirklich dann immer aufrechterhalten, okay. Habe ich zu viel Scheiße gebaut? Habe ich vernünftig gedriftet? Hier ist natürlich viel Gegenverkehr auf der Strecke. Was ihr hier seht, den Gegenverkehr, der ist eigentlich mehr als Hindernis hier. Wobei man sagen muss, ist das noch Gegenverkehr oder fahren die mit am Rennen? Weil 200 plus km/h für dicke LKWs, die hier mitfahren, das ist ja normalerweise nicht die Geschwindigkeit, die erreicht. Diese Rivals, die da sind, die sind hauptsächlich für Punkte da. Das sind welche, die auch ein Rennen fahren quasi mit mir, kreuz und quer. Aber es geht nicht um Position in dem Modus, sondern ich kriege nochmal Bonuspunkte sozusagen. Oh, jetzt wird es schwierig. Ich habe es gesehen, ich war schon auf fast 10 Sekunden runter. Müssen wir jetzt konzentrieren. Ich hoffe, weil beim letzten Mal, wo ich das 15 Race Continuous gemacht habe, hat es funktioniert, dass ich bis ans Ende gekommen bin. Aber trotz des Driftens, achtet mal unten auf meine... Oh, das wird jetzt auch. Oh, und nach hinterher. Trotz des Driftens, das ist nicht die Maximalgeschwindigkeit, die ich halten kann. Mein Auto hat hier sowas von wegen 280 kriegt es, wenn ich im Slipstream bin, also im Windschatten, vernünftig anfahren kann bei den Autos. Und das Driften sollte natürlich dafür sorgen, dass ich möglichst wenig Geschwindigkeit verliere. Wenn ich da schon... Scheiße! Genau sowas sollte eben nicht passieren. Oh shit, oh shit, oh shit. Das macht's jetzt... Okay. Das sollte überhaupt nicht passieren. Das wird hier, ich hätte eigentlich jetzt bei 20 Sekunden schon gerne durch das nächste Ziel durch sein wollen. Giant Statues ist auch eine der Endstrecken hier. Uff, okay, jetzt muss ich mich wirklich mal konzentrieren. Seht ihr, mit dem Slipstream komme ich fast auf 300. Da wird meine KMH-Anzeige, oh fuck, meine KMH-Anzeige unten wird blau eingefärbt, wenn ich im Slipstream bin. Okay, jetzt konzentriere ich mich mal. Mehr als sonst, wollte ich sagen, und ich konzentriere mich trotzdem nicht, weil ich hier nicht richtig in den Drift komme. Oh Gott. Ich hoffe, dass ich hier wieder die letzte Strecke ist. Meist ein bisschen kürzer als die davor. Also wenn es eine Finalstrecke ist. Das heißt, die könnte ich theoretisch in 50 Sekunden schaffen, dass ich eventuell wieder was über habe, um sie dann in die nächsten Streckenabschnitte mitzunehmen. Aber ab jetzt wird das schwierig, da ich einen richtigen Crash zwischendurch noch hatte. Und so ein Crash, wo ich komplett zum Halten komme, eigentlich meine Chancen auf die Finalflagge und sehr weit runterzieht. So. 34 ist nicht schlecht. Das heißt, ich könnte mit 16, 17 vielleicht den nächsten Abschnitt erreichen. Können wir mal gucken, wie viele Sekunden der mir dazu gibt. Links oder rechts ist egal. Ich komme bei der gleichen Strecke raus. 17, 16, okay, gut. 1,3 habe ich dafür gebraucht. Das ist auch recht viel. Seht ihr? Das ist eigentlich auch eine der Finalstrecken hier.
Okay, die sind wahrscheinlich ein bisschen länger, als wenn ich sie als Finalstrecke fahre, wenn ich jetzt hier den 15 Continuous Mode mache. Es könnte sein, dass ich vielleicht nicht das ganze Ende sehe. Das wäre natürlich schade. Aber ich bin nicht so schlecht gefahren, müsst ihr doch sagen, oder? Eigentlich ganz gut gefahren. So, jetzt nochmal hinterher. Hier würde ich aus dem Drift kurz rausgehen, weil mein Auto hat eigentlich eine gute Spurlage. Brauche ich nicht mit Drift machen. Hatte ich gerade gesagt und wäre fast an die Wand gedotzt. Mache ich den Drift und behalte den Drift hierbei, sodass ich hier die Runde machen kann. Okay, ich fahre dem hinterher. Slipstream. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das wird jetzt alles Checkpoints, aber Floral Village ist das, oder? Das ist eigentlich auch eine der Endstrecken. Jetzt sind wirklich Endstrecken angesagt. Ich glaube, die geht noch einigermaßen. Aber ich sollte nicht den Tag vor dem Abend loben, ne? Dritte vor dem Ende, wenn ihr oben links guckt auf meine Abfolgen. Und ich sollte mich nicht zu sehr verlocken lassen im Driften, wenn es die anderen Kollegen da machen. Sondern mich hier auf die Strecke konzentrieren, weil die gegnerischen Rivals, die driften schon ein bisschen anders. Gut. Okay. So, ich bleib mal links. Auch wenn der Slipstream natürlich cool wäre. Allerdings, ich will lieber hier die Möglichkeit haben, sanft durchzufahren. Und die die Strecke ist fies. Die Nachtstrecke ist fies. Die Nachtstrecke ist mega fies. Da gibt es nämlich sehr leicht die Möglichkeit, rauszudossen. Das könnte eventuell mein Ende sein. Ah, und nur 55 Sekunden, ey. Oh, ich sehe schon. Oh, ich sehe schon. So. Geh vorbei, Mann. Geh vorbei. Das war nicht schlecht. Das war echt nicht schlecht gerade. Slipstream hier durch. Der mir nicht zwischenjagt. Okay, die letzte Strecke. Die letzte fucking Strecke. 9, 8, 7. Okay, 53. 53 war sehr gut dafür. Ich hier nochmal. Oh Gott, mein Herz pumpt. Mein Herz pumpt. In New York City. Oh, das war nicht geil. Das war nicht geil, Gregor. Das hast du nicht gut gemacht. Das hast du nicht gut gemacht. Komm, 17. Da ist es! Da ist das Ziel! Das ist, das ist. Oh, wir haben es geschafft. Holy shit. Oh, ich dachte, das wird nichts mehr. Ich dachte, das wird nichts mehr. Oh. Die Milky Way und Skyscraper sind 46. Nochmal verkürzt das Ende. 15-15. Huch, 3650 Outrun-Meilen zum Ausgeben. Try again. Das machen wir nicht. Leute, ja, hey. Ich wollte einmal, wie gesagt, da ich so viel gespielt habe, das nochmal für euch mitnehmen. Schreibt gerne unten, was ihr über Outrun oder Outrun 2 denkt. Wollt ihr vielleicht ein bisschen mehr sowas hier sehen? Würde mich freuen, hier auf rpgheaven.de. Das natürlich nicht als Podcast-Version auf plauschangriff.de, aber wenn es passt, wird es natürlich da und in den Gedankensprung-Feeds was geben. Und wenn ihr es noch nicht macht, das würde mich freuen. Da gibt es nämlich viel mehr solche Exklusiv-Let's Plays, wie die hier zu sehen. Für Leute, die mich supporten, könnt ihr natürlich gerne auch so machen, unter patreon.com/rpgheaven und unter steadyhq.com/rpgheaven oder auch gerne direkt unter paypal.me/tarzios. Da gibt es schöne viele Sachen, die ihr euch direkt angucken könnt, nicht nur aus dem Arcade Racer Fach. Vielen Dank und Schüssinger. Bis dann.